Number of Lemmings 70. 71 to be saved. Okay, jetzt muss ich einfach nur gucken, dass ich... What the fuck ist jetzt los? Lag? Irgendwie passiert nichts. Die Zeit ist hängen geblieben. Aber ich darf mich noch bewegen. Achso, ich habe Pause gedrückt. Ja. Wunderbar. Nein, also das ist natürlich Quatsch. Und jetzt, wenn ich es jetzt richtig gut mache, dann kriege ich das mit Timing hin. Eins und bam. Ja, das ist kein Timing gewesen. Das war Rotze. Ja, die sterben sowieso alle. Also ich könnte sie ein bisschen davor retten, aber das lohnt sich für mich schon gar nicht mehr, diesen Aufwand zu machen. Ich mach's einfach nochmal von vorn. So. Also man kann es entweder mit... Ich glaube, das Level kommt nochmal... Oh Mann, Entschuldigung. Genauso, nur halt ohne die Stopper. Das heißt, man muss es wirklich abschätzen. Ja, ich denke mal, da muss er hin. Bups. Okay, dann lassen wir ihn explodieren auch gleich. Auf der anderen Seite lassen wir dann nochmal ein. Ah, ich hoffe, das passt. Bums. Okay, das passt. So, jetzt müssen wir hier einstehen. Jetzt müsste eigentlich ganz langsam mal das Stück kommen, wo die anderen zurückkommen. Gar nicht mehr. Okay. Boah. So, dann lassen wir den explodieren. So, dann machen wir hier einen hin und lassen ihn auch wieder explodieren. Und jetzt, ja, ich denke mal, das ist jetzt gar nicht so schwierig. Man muss halt sehen, dass man seine Lemminge nicht unbedingt überleben lassen muss, sondern dass man versucht, fürs Allgemeinwohl einzutreten. Das heißt, möglichst viele Lemminge zu retten und auch möglichst diesen Satz einzuhalten. Ihr müsst auch aufpassen, gerade bei diesen beiden Löchern hier, also ja genau hier, dass man dort das an der richtigen Stelle macht, weil wenn die jetzt direkt runterfallen, sind die natürlich alle tot, deswegen müssen diese beiden ein bisschen versetzt sein und das auch wieder. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt mehr ein bisschen aus Zufall richtig gebaut, aber sonst sterben die natürlich dort auch. Das heißt, sie müssen leicht versetzt sein, damit die nicht alle gleich runterfallen. Aber das haben wir ganz gut hinbekommen. Und deswegen lassen wir noch einen explodieren. Aber erst, wenn er am Ziel ist. Wo das dann eigentlich auch nicht mehr gilt. Okay. Ah, 92 von 71% ist okay. Number of Lemmings. Okay, das wirkt jetzt ein bisschen sehr groß. Okay. Zuerst mal wissen, was man da jetzt noch machen muss. Pause gedrückt, ja. Das schaffen die auch alles so. Ja. Und hier müsste ich dann so die Preppe bauen. Hä? Okay. Das sieht jetzt irgendwie ein bisschen sehr billig aus. Was soll denn der Quatsch? Ja. Sehr, sehr billig. Was ist denn das für ein Quatsch? Okay. Verstehe ich jetzt gerade nicht, warum nochmal so ein Level, weil das Prinzip hatten wir schon mal. Das ist sehr, sehr einfach. Jetzt muss ich ja nur die richtige Strecke einschätzen. Ich würde sagen, so ungefähr gehen die Treppen. Also müsste ich hier anfangen. Lieber ein bisschen weiter links dann. Also erst schätzen und dann noch ein Stück weiter links gehen, weil ein bisschen runterfallen dürfen die Jungs ja. Von der Seite ist das umso besser. Ich finde es jetzt ein bisschen Quatsch, was da gerade passiert. Aber gut, hier hat man gesagt, ne? Ja. Okay. Ist ein bisschen blödsinnig, dass das gerade so ein Ding da, so ein riesen Level gemacht wird für so einen billigen Scheiß. Naja, okay. Gut, aber ich meine, die Level-Designer wurden früher ja auch nicht bezahlt. Die haben einfach einen Hotdog bekommen und gesagt, hey, überleg dir doch mal irgendeinen Scheiß, der andere Leute abfacken könnte. Das wäre echt super.
anders ist ja auch nicht Mario Lost Level zu erklären. Huiuiui. Den kann man, wie gesagt, eigentlich noch einen Schritt vorwärts gehen lassen. Jetzt habe ich aber richtig gut geschätzt, so vom... lieber doch ein bisschen weiter links, ja. Das hast du aber gut geschätzt, mein Freund. Nee, da habe ich doch wirklich großzügig geschätzt. Aber es wird funktionieren, von der Seite aus ist das auch in Ordnung. Jetzt muss ich eigentlich nur noch einmal einen loswerden, das reicht dann definitiv. Und jetzt können wir auch zurückgehen und die Bombe platzen lassen. Und dann ist das Ding auch schon eigentlich gegessen. So, und den auch noch. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten. Ja, weiß ich nicht, war jetzt Quatsch. Also, verstehe ich jetzt nicht unbedingt, warum man jetzt da so ein riesen Level draus machen soll. Ich meine, große Kunst ist das jetzt nicht gewesen. Ich finde irgendwie lustig, dass einer gerade so ein bisschen hinterher rennt, während die anderen alle so ineinander steckend, homosexuell, agierend, dort langlaufen. Aber ja. Bin ja mal gespannt, wie dieses Let's Play hier ankommt, ob es überhaupt einer sehen möchte. Wahrscheinlich habe ich da nur alte Säcke, die da, wie ich quasi, ja. Also nicht, dass sich jemand beleidigt fühlt. Ich schließe mich da ein, auch wenn ich natürlich noch jung und frisch bin und sexuell noch auf Höchstleistung agieren kann. Aber trotzdem ist das ja schon doch deutlich etwas für die Generation, die jetzt nicht mehr zur Schule geht und vielleicht auch nicht mehr zum Studium geht, so wie ich eben. Ich muss ja zugeben, ich habe mal mit Let's Play angefangen, als ich mein Studium beendet habe. Von der Seite aus bin ich ja auch irgendwie so ein bisschen ahead der Zeit, aber man guckt mich ja trotzdem immer hin. You totally stormed that level! Natürlich habe ich das Level gestürmt. Warum soll ich das Level auch nicht stürmen? Okay, wir haben ein neues Level. Ja. Und... Okay, jetzt sollten wir uns langsam vielleicht die Shortkeys angewöhnen. Ah ja, hier sind wir. Genau, okay. Ja, eigentlich nichts Wildes auch schon wieder. Was ist denn das? Für ein Quatsch. Jetzt gehen wir da durch und ja. Jetzt weiß ich auch gar nicht, was unsere Zielpercentage ist. Weil wenn die natürlich zu hoch ist, dann haben wir natürlich trotzdem ein Problem. Wichtig ist auch, dass man diesen Blocker nicht zu dicht an die Treppe setzt, weil wenn der die Treppe wegblockt, dann haben wir natürlich auch ein Problem. So, gleich den Shortkey benutzt für die Treppe. Und dann können wir eigentlich den Typen hier auch schon hochjagen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Und dann können wir die alle rauskommen lassen und dann haben wir schon wieder gewonnen. Aber schon wieder dasselbe Prinzip im Prinzip. Also erst blocken und dann gucken. Ja, den brauchen wir auch nicht mehr. Ja, aber ja gut, immerhin. Wir schaffen es ja. Jetzt weiß ich nur nicht, ob es recht ist oder wie viel Prozent der. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Oder beziehungsweise, vielleicht habe ich es vorgelesen, dann habe ich aber es vergessen und nur vorgelesen und mir nicht gemerkt. Weil du dir einfach nichts gemerkt hast. Du spast. So, okay. Reicht es? 96%, komm. Das muss dir wohl reichen. Du hast gerettet? 96%. Du brauchtest? 60%. Yay, du hast das total gestürmt. Ich habe schon wieder ein Level gestürmt. Das finde ich ja wunderbar. Ach, ich darf jetzt nicht wieder die Zeit verlieren. Uiuiuiuiui. Jetzt Prozent. Was steht da? 8 Minuten. 60%. 60% hatten nur gerettet zu werden. Oh ja, da hinten ist ein Tod, glaube ich. Der Brunnen tötet Menschen. Und Lemminge vor allem. Ja, das machen wir wieder auf die gleiche Taktik. Ah, das funktioniert nicht immer. Aber in diesem Fall schon. Er wird jetzt eine ganze Weile brauchen. Oh. Achso. Okay, cool. Die können auch gar nicht weiter zurück. Dann können wir sie auch alle reinlaufen lassen. So. Okay, dann wollen wir natürlich dort rüber.
Okay, erstmal darüber. So. Jetzt, wo ist denn das Ziel? Ja, da drüber. Kann man jetzt drüber laufen? Ich weiß es nicht. So, du gräbst dich jetzt erstmal durch eine unsichtbare Wand. Hopp! Nein, 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 komm! Oh! Wenn er jetzt umgedreht wäre, fällt er nämlich darunter. Und das wäre Tod. Tod und Verderben wäre das. Moment, das ist nicht gut. Ich glaube, da kann man nicht durch. Das ist, glaube ich, tot. Deswegen müssen wir da jetzt eine Treppe drüber bauen. Oder so. Hopp! Oh je. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. So, dann... Jetzt. Okay, super. Perfetto. So, das ist eine Brücke. Die Brücke sollte eigentlich funktionieren, oder? Ich gucke mir das jetzt erst an, bevor ich die anderen durchlasse. Weil wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Aber wenn ich sie durchlasse jetzt, dann wäre es auch eigentlich kein Problem. Okay, das passt. Okay, Jungs. Jetzt sehe ich gerade, ich habe, glaube ich, das Ding nicht unbedingt an die perfekteste Stelle gesetzt. Ja, das ist natürlich godlike. Ja. Mhm. Also jetzt lassen wir erstmal diese ganzen ranzkanten Leute da langlaufen. Ja, das war super. Das war jetzt richtig dämlich. Ach, du Held. Wo man seine Leute da hinsetzt, ist natürlich immer noch genauso wichtig, wie dass man sie da hinsetzt. Ja, einen haben wir durch. 1% ist schön. Ja, ja, aber da oben, den einen hier, den müssen wir erwischen, dass er da eine Treppe hinsetzt, um die Leute umkehren. Oh, oh. Ja, das ist dumm. Ja, mal gucken, was passiert. So, ja, das könnte sich jetzt schon als Problem erweisen. Weil nach oben graben können wir nicht. Ich müsste eigentlich, ja, ich weiß, was ich machen muss. Ja, ach Mann. Ach Mann. Ich muss eigentlich hier einen Stopper hinsetzen. Damit er wieder in die andere Richtung geht. So. So und... Nein, falsche Richtung. Baust du jetzt auch in die andere Richtung? Ja, er baut in die andere Richtung. So, dann... Ist das hoch genug? Dann ist es nicht hoch genug, glaube ich. So. Okay, und jetzt warten wir, bis er da oben fertig gebaut hat. Nee, aber so weit braucht er gar nicht. So, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und zwar jetzt. So. Jetzt, ja, den hätten wir benutzen können, den Jungen. So, okay, und jetzt lassen wir den da oben raufbauen. Ja, ist doch schön, dass wir so einen kleinen Story-Twist haben hier. Oh, ganz einfache Scheiße hier. Das machen wir ganz locker. Ja, ja. Verfickte Hurenkacke. Das hätten wir wohl gern gehabt. So, ja. Hm? Was? Ach so, okay. Das geht sogar. Nun ja, dann ist das ja gar nicht mehr schwierig. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen von euch Typis, da ein Treppchen bauen zu lassen. Oh, jetzt kackt mich nicht ab, Alter. So, jetzt. Und jetzt, jetzt haut's aber hin. Ach, du Heiliger, sagt man. Weißt du, was habe ich denn so sonst so zu dieser Zeit gespielt? Also wie gesagt, Snake war eins der ersten Spiele, die ich kenne, so, was nachher natürlich auch für die Nokia... Also das war für mich damals schon oldschool, was auf Nokia als Snake rauskam. Ich weiß jetzt auch nicht, ob diese paar Leute hier noch reichen, die ich da jetzt durchkriege. Aber gut, wir probieren es einfach. Und, boah, kranker Scheiß. Und so eine, was ist denn Katze? Mensch, jetzt geh mir nicht auf den Sack. Ach Gott, ich bin jetzt gerade sowieso völlig verwirrt. Ich kann gar nichts mehr sagen zu dem ganzen Scheiß hier. Mann, Mann, Mann.
Jetzt habe ich mir doch mal die Mühe gemacht. Normalerweise hätte er jetzt vielleicht ganz neu angefangen. Wäre wahrscheinlich schneller durch gewesen dann. Aber... Ich habe euch doch Essen gegeben. Was willst du? Sorry, meine Katze nervt. Ich könnte mal auch gleich gucken, ob das jetzt vielleicht schon wieder reicht, um das LP zu füllen. Aber nur, wenn ich dieses Level jetzt durch habe. Wenn nicht, dann mache ich das nochmal. So. 3%. Oh, okay, die haben echt ganz schön dicht auf den Haufen gehangen, die Jungs. 91%, wunderbar. Okay, dann gucke ich mal gerade, wie lang dieses Video geworden ist. Ah nee, guck mal, jetzt nimmt er erst wieder auf. Also, hi. Jetzt sind schon wieder 26 Minuten geworden mit der Aufnahme. Ich gehe ja echt an den Sack, Junge. Weißt du? Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Prozente ich durchhauen muss, aber ich finde das erstmal ein richtig geiles Grafikpattern hier. Weil, ich meine, klar, die haben nicht so viele Farben offen gehabt. So, jetzt muss ich jetzt mal gucken, wer wird zuerst wichtig werden? Er. So. So, und bam. Zurzeit brauche ich noch einen, der mich hinten aufhält. Brauche ich noch einen, der mich vorne aufhält? Jein, aber ich würde schon gerne meine Ruhe haben. Also würde ich sagen, holen wir uns zwei Leute hin. Jetzt muss ich mich einfach nur durchbuddeln. Gut, das ist ja immer noch der Fun-Schwierigkeitsgrad. Ja, ob das Spaß macht, wenn man keine Herausforderung hat. Aber das war ja wie bei dem Battle, was ich da rapmäßig gegen Sui gebracht habe. Das war ja auch eigentlich mehr aus Fun. Ich hatte ja auch keine Herausforderung. Das war ja eher ziemlich lame. Aber gut, da kann man ja auch nichts gegen machen. Und es macht ja trotzdem irgendwo Spaß, wenn man jemandem das Leben zerstört. Und deswegen spiele ich auch dieses Spiel. Genau, jetzt habe ich die Herleitung. Das ist wunderbar. Wunderbar. Nee, wie komme ich denn da hoch? Ach so, ja. Ist das jetzt ein echter Baum oder ist das nur der... Ups. Naja, egal. Jetzt darf ich das nicht zu oft machen, aber ja, es ist jetzt ziemlich simpel, aber ich finde das gerade richtig schick. Also ich meine, ihr müsst das jetzt aus meiner Perspektive sehen. Ihr habt den Rest des Spiels gesehen, wie das so aussieht und so. Und das mit diesen verschiedenen Grüntönen, das macht schon was her. Und es gibt wirklich richtig so ein bisschen Wald-Dschungel-Feeling. Also nicht Dschungel, aber Wald-Feeling auf jeden Fall. Und das finde ich schon gut. Das muss man erstmal machen. Also, das ist schon schön. Also, da kriege ich schon ein bisschen... Da wird bei mir in der Hose schon manchmal ein bisschen was etwas feuchter als angemessen. Okay. Aber auf jeden Fall müssen wir jetzt gucken, dass wir die Treppen richtig bauen. Weil wenn wir die Treppen jetzt nicht richtig bauen, ich glaube, dass wir jetzt bis an die... beim Baum bauen sollten und dann wieder zurück. Wenn wir erstmal nach links bauen, haben wir auch noch mal einmal ein bisschen Freiraum. Aber ja, die Schräge. So. Ja doch, das sollte ziemlich gut passen. Ups, jetzt habe ich gerade nicht drauf geachtet, weil ich das gerade mit meinen Fingern habe ich nachgezeichnet, wie diese Schräge ist. Ach ja. Aber so schön, wie man in dieser Runde hier noch ein bisschen Zeit hat, darüber nachzudenken, was jetzt das Richtige ist. Weil das gibt sich. Auf jeden Fall, das gibt sich. So, nutzen wir nochmal ein bisschen den Vorteil aus. Und dann haben wir jetzt aber auch dieses Problem nicht mehr. Jetzt geht er nämlich gegen die Wand. Und hoch. Das sollte ziemlich gut passen eigentlich. Also rein gefühlsmäßig bin ich der Meinung, dass wir da gut hochkommen müssten. Ja, ich glaube schon. Oh, das war ein bisschen spät. Ja gut, ein bisschen erhöhen können wir das Ganze immer noch. Weil wir können ja Treppen auf Treppen bauen, um das noch pixelweise erhöhen zu können. Ja, also hier wirklich pixelweise. Anders ist es nicht, wirklich nicht. Und... Oh Gott. Kommt er da hoch? Ja, er kommt da hoch. Er kommt da hoch. Na, und fertig. Das war's. Wunderbar. Dann lassen wir ihn auch noch durch. Und dann... Ist diese Geschichte auch schon erledigt? So, draußen? Ich denke ja. Gut, jetzt sehen wir uns dieses lustige Schauspiel von Grafikkunst an, was passiert, wenn die Leute sich immer entgegengesetzt laufen. Und jetzt geht das zurück, hier sieht man den letzten. Und dann können wir den auch explodieren lassen.
Und dann sehen wir wieder, wie ein Haufing Lemming da oben reinlaufen. Und wir mussten auch nur zwei töten. Der Rest durfte durchkommen. Das ist schon mal richtig cool. Ich denke, man kann es auch schaffen, indem man nur einen tötet. Das wäre dann wahrscheinlich das Maximum. Man könnte jetzt natürlich auch noch die Kletterer ausnutzen. Die dann einfach hochgehen. Wir haben sie ja übrig, von der Seite aus können wir sie ja auch nutzen. So. Es wird es nicht verschnellern, da hätten wir die letzten nehmen müssen, damit die auch nochmal die vorletzten überholen quasi, aber... Ach ja, egal. Ach, wunderbar, Lemmings. Ja, ich kann jetzt natürlich auch nicht so galant sein wie in Kirby, weil ja einfach nicht so viel passiert, dann da bin ich nicht so aufgebracht und aufgedunsen. Was, dunsen? Nee, was? Egal, wurscht. Aber nicht so peppig dann, also nehmt mir das nicht übel. Nicht, dass ihr nachher sagt, oh Gott, der Igel, so ein Spacko. Also wenn ihr das sagt, dann... Boah, ich könnte recht haben.